Dieser blank polierte Rolls-Royce Silver Cloud 2 hat einmal der Hollywood-Diva Liz Taylor gehört und soll jetzt versteigert werden. Das Luxusgefährt ist wegen seiner Farbe auch unter dem Namen die Grüne Göttin bekannt. Das Auto sei am 23. Dezember 1960 an Taylor übergeben worden, sagt der Präsident des Auktionshauses Guernseys, Arlen Ettinger. Das Auto wurde von Liz Taylor in dieser einmaligen grünen Farbe bestellt, die charakteristisch für sie war. Sie hatte dieses Auto über einen Zeitraum von 20 Jahren. Es wird behauptet, dass Taylor das Auto passend zur Farbe ihrer Lieblingskleider ausgesucht hat. Abgesehen davon soll dieses Modell nach Angaben des Auktionshauses insgesamt nur 20 Mal gebaut worden sein. Bei der Versteigerung hoffe man auf ein beeindruckendes Angebot, sagt Ettinger. Das Auto als solches ist schätzungsweise 500.000 bis 700.000 Dollar wert. Die Frage ist allerdings, wie sich die Tatsache auswirkt, dass es einmal Frau Taylor gehört hat. Bei einer Versteigerung ihres persönlichen Besitzes bei Christie's vor einigen Jahren hat der Name Taylor den Wert der Dinge im Schnitt verfünffacht. Things averaged about 5 times their inherent value simply because of her ownership. Die Versteigerung soll am 6. August im New Yorker Pier Hotel über die Bühne gehen. Dort hatte Taylor einige Zeit mit ihrem Ehemann Eddie Fisher gelebt.